Herzlich willkommen bei Wild Wild Wild. Heute, habe ich euch ja gesagt, freut mich das ganz besonders. Heute stelle ich euch ein Weinanbaugebiet vor. Da bin ich groß geworden, sprich geboren. Und ich bin in Bad Kreuznach geboren. Und das Weinanbaugebiet ist die Nahe. Der Winzer, der darin haust, ist der Christian Bamberger. Wir haben heute einen Merlot im Programm. Merlot ist die Rebsorte, auch international sehr, sehr erfolgreich. Also wächst überall, auch in Chile. Aus Merlot vielleicht nur als kleines Weinwissen werden die teuersten und edelsten Rebsorten oder Weine der Welt gekeltert. Masseto in Italien, Petrus in Frankreich. Dieser Wein steht in der La Cité de Vin in Bordeaux. Das ist ein Weinmuseum, da stehen die besten und rarsten Weine der Welt, mehrere tausend Quadratmeter groß. Da steht dieser Wein, da ist er natürlich total stolz drauf. Und das Besondere an ihm ist, ihr seht es schon am Namen, Merlot ist weiß, wie vielleicht manche von euch wissen. Merlot ist eine Rotweinrebsorte. Und dieser Wein wird aus dem Weinberg geholt, ganz normal, da wo die Trauben dann wachsen. Dann kommen sie in die Kälte, dann werden die Trauben kurz angepresst und der Saft, der rausläuft, ist hell. Und ich würde das jetzt gerne mal aufmachen, damit ihr seht, wo da die Reise hingeht. Weil jeder Winzer vinifiziert, also macht das anders. Ihr werdet sehen, dieser Wein ist sehr, sehr hell. Eigentlich ist es in der Weinszene gesprochen ein Blanc de Noir. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ganz leicht rosa Reflexe. Aber wenn er ihn jetzt Blanc de Noir nennen würde, dann wird ja die Werbeaussage oder die Aussage weggehen, Merlot ist weiß. Der Wein ist durch die Machart, habe ich euch ja gerade gesagt, dass der ein bisschen mit den Schalen in Kontakt bleibt, weil in den Schalen sitzen eigentlich die Hauptstoffe beim Weinmachen. Phenole, Polyphenole, Farbstoffe. Der Wein schmeckt ein bisschen fester, ein bisschen voller, wie so ein Riesling oder so. Der Riesling geht ja dann mehr ins leicht säurebetonte. Und dieser Wein ist halt einfach ein bisschen voller im Mund. Absolut lecker und super zu trinken. So, als letzten Wein für heute bei Wild Wild Wein ist der Machtlust. Und ich kann euch sagen, der Name ist Programm. Dieser Wein macht Lust, weil aus den beiden Rebsorten Cabernet Sauvignon, ein bisschen Cabernet Franc ist drin, glaube ich, oder glaube ich zu wissen, und Merlot. Merlot hatte ich euch erklärt, beim Vorgänger Merlot ist weiß. Das sind zwei Superstars in der Rebenszene. Ich sag mal, auch Cabernet Sauvignon in Frankreich ist in Bordeaux die absolute Hauptrebsorte. Auch die teuersten Chateaus werden aus Cabernet Sauvignon Rebsorten. Machen die Weine. Der Christian Bamberger hat es da geschafft, zwei Rebsorten miteinander zu vereinen. Die waren vor 20, 25 Jahren an der Nahe nicht machbar, weil halt durch die Klimaerwärmung oder der Klimaerwärmung wachsen und gedeihen die Reben da und kriegen die nötige Power und die nötige Reife, um dann halt als Wein zu glänzen. Macht Lust, ich kann euch sagen, da ist der Name Programm, macht einfach Lust. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal gibt's verrate ich nicht. Bis dann. Ciao. Sekunde, Momentum, Estum. Ah, aber der Weiße macht auch Lust. Der heißt aber nicht macht Lust. Mega. Ging's jetzt? Mein Zug kommt, ich muss noch in den Supermarkt Autogramme geben.